Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us One. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Wir stehen jetzt hier mit den lieben Ellie in diesem Haus. Dann würde ich sagen, like, wenn es dir gefällt. Wir müssen zu Narragans fragen. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier rein und dann mal sehen, ob wir irgendwas hier noch erwarten. Ich glaube aber, wenn einige Stalker noch uns das Leben schwer machen, auch in der letzten Folge, die haben uns da sehr leicht verfolgt und ich kann diese Viecher wirklich nur leiden, aber wir werden schon durchkommen hier erstmal heilen, würde ich sagen, weil wir sind noch irgendwie arm dran mit dem Leben. So, was können wir noch herstellen? Nur Pfeile, okay, alles klar. Erstmal dann so lassen. Dann erstmal raus mit dem Bogen. Oh nein, hier werden weitere Stalker auf uns warten, oder? Oh, ich habe so keine Lust auf diese Mistviecher. Die sind so nervig. Beim besten Willen. Also ich finde, dann sind sogar die Bloater oder die ganzen Shambler und die ganzen Klicker sogar besser als die Stalker. Weil die Stalker sind einfach absolute gestörte Vollidioten, ne? Die auf uns warten, die einfach leise sind. Gönnt euch das mal, Leute. Gönnt euch das. Oh, yes. Oh, das hat geschmeckt. Oh, Junge. Alter, ich bin einfach Legolas. Ich bin die Schwester von Legolas einfach. Also Ellie, meine ich jetzt natürlich, ne? Oh, 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 oh. Das sind sogar Klicker am Start. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Stalker. Aber nein, es war ein Klicker. Oh, Junge. Oh, 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 oh. Nein, Ellie. Bam, Junge. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Das war's, oder? Okay. Ich hoffe, das war's. Das muss es gewesen sein. Okay. Zeit zu gehen. Okay. Das ist endlich jetzt mal wieder normal geworden hier. Okay, dann würde ich sagen, jetzt raus hier und dann ab zum Krankenhaus schnell. Ab zu der lieben Nora. Ja, und können wir jetzt hier durch? Und ich glaube, hier wird noch irgendwie sehr viel abgehen, ne? Ich glaube, das war die Stelle sogar. Oh, nein. Oh, Junge, nein. Schnell, Ellie. Oh Gott, wir sind tot. Nein, Ellie. Oh, shit. Oh, Junge, von der Seite. Ich hoffe, die ist nicht nackt. Ich will nicht distanzieren. Nein, 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 nicht nackt sein, Bruder. Oder es ist einfach ein Mann. Das wäre auch viel besser. Wir hören uns. Spaß beim Schwimmen von uns. Oh, nein. Der will uns noch. Oh, das ist sogar eine Frau, glaube ich. Oh, oh, oh. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie nicht so genau, was hier drin ist. Man hat da einiges zwar gesehen, aber ich hoffe, da wird YouTube ein Auge zudrücken. Jetzt hast du es überleben. Oh, hier muss ich aber gerade sagen, ich muss hier gerade ein bisschen an Nemo 1 denken, als Nemo da runtergespielt worden ist von diesem Mädchen mit der Zahnspange hier in der Zahnarztpraxis. Kennt ihr noch die Stelle, Leute? Wenn ja, dann gerne in die Kommentare schreiben. Da wurde jemand weggespült in der Kanalisation. Also ich musste gerade dran ein bisschen denken. Ich glaube, es habe ich auf dem Hauptplatz mal erwähnt, dass ich dran denken musste. Aber ja, jetzt sind wir wieder hier heile angekommen und ich will nicht wissen, wie sehr das stinkt. Das muss sowas von stinken. Aber ich glaube auch, dass Ellie sich schon dran gewöhnt hat an so einen Gestank, weil sie muss jedes Mal die ganzen Leichen riechen, das verfaulte Fleisch von den Zombies. Also ich glaube, dann ist dieser Geruch, was hier abgeht, schon harmlos. Kann man so sagen. Okay. Dann durch die Pisse und uns durch Scheiße erstmal durchschwimmen. So, Verbesserung machen wir. Wollen wir es? Ah, obwohl, nee, ich finde, das ist jetzt bei so einem Stock jetzt nicht so notwendig, dass wir jetzt verbessern sollten, weil nur 3 Schläge. Da kann man nur höchstens einen killen, glaube ich sogar, ne? Deswegen ist es nicht so lohnenswert. So, kann Ellie hierauf steigen? Ist ein bisschen zu hoch. Ist zu hoch. Das ist ein bisschen zu hoch für sie. Aber die Frage ist dann, wo können wir denn dann hoch? Also hier können wir nicht durch. Da ist ein Gitter. Können wir nicht bewegen. Ah, hierauf vielleicht. Wir gehen mal hier durch vielleicht. Mal sehen, ob wir irgendwas entdecken können oder einen Weg vielleicht, wo wir doch hier vorbeilaufen können. Genau. Wir können hier rauf, Leute. Und ich hoffe, das war's mit den Shamblern jetzt in generell im Spiel. Aber ich glaube, die werden noch ein paar Mal noch vorkommen. Ist nicht so geil. Es sieht auch sehr instabil aus. Ich hoffe, da kann Ellie noch durch. Okay, sie kann noch dort durch. Sehr schön. Aber die Details einfach, wie sie hinfällt, wie sie läuft und wie sie einfach zuschlägt. Also das ist schon ein riesiger Sprung
von Teil 1, ne? Von zu Teil 2. Einfach verdammt, nur geil. Ich muss hier raus. Musst du definitiv, Ellie. Denn ich will ungern hier immer Scheiße und Pisse riechen, weil ich glaube, ich würde sogar unten kotzen, weil ich habe schon auch sehr oft erwähnt, ich kann bei solchen starken Gerüchen immer mich sehr schnell ergeben. Das ist nicht so geil. Aber wie ist wieder Lanz, wenigstens ein bisschen frische Luft. Besser als unten zu bleiben hier. Let's go, Leute. Zum Teufel bin ich hier. Ich glaube, es ist mal Bahnhof, ne? U-Bahnhof bestimmt. Ja, ist eine U-Bahnhof-Station. Pioneer Square Station. Okay, dann würde ich sagen, Leute, lass uns mal hier reingehen. Und hier wird es auch sehr, sehr tricky. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Nicht mehr so weit, ne? Noch ein Stückchen müssen wir laufen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, laufen wir jetzt hier durch und, haben hier ein bisschen Spaß im Wald und einfach diese Vegetation mit den Bäumen, mit den Blättern und wie das einfach alles aussieht, ne? Gönnt euch das mal. PS4-Spiel, sage ich nur. Das ist wild. Das ist sehr, sehr wild. Und wir sehen auch schon, Leute, Menschen, die erhangen worden sind und das ist krank. Oh, shit. Und das meinte ich, Leute. Das ist so eine abgefuckte Stelle, Mann. Rausziehen, 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 Ellie, rausziehen, rausziehen! Und wir müssen unsere Pfeile mal rausziehen, wenn wir getroffen werden, damit wir kein Leben verlieren. Und das sind, Leute, die Seraphiten. Ja. Von denen, die wir jetzt immer gesprochen haben, diese kranken, gestörten Idioten. Und die wollen uns jetzt gerade auch jagen. Und wir haben auch schon gehört, sie kommunizieren anhand von Pfiffen. Das ist da ein bisschen lästiger. Oh, scheiße. Du bist unser erstes Opfer hier in diesem Projekt, in dieser Folge, meine ich generell. Da würde ich sagen, Leute, komm her, du Arm, Junge. Arm. Ich glaube, wir werden gesehen, oder? Oder? Wir müssen noch durchkommen, genau. Oh, Gott sei Dank, das war ein bisschen close. Alter, Ellie, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Es war... Sie hat uns nicht gesehen? Ich will mich nicht beschweren, versteht mich nicht falsch. Ah, nein, scheiße. Ellie, zieh den Fall raus. Du verdammter Vollidiot. Friss die Schrotze. Nein! Bam, Junge. Oh, shit. Der wurde weggefetzt. Der wurde weggefetzt, Bruder. So, das sind noch zwei. Oh, hört auf zu pfeifen. Ich bin kein Hund. Ihr seid Hunde. Schieß! Nein, Ellie! Oh, Junge, vorhin die Pussy. Ich bin nicht hier, ich bin nur ein Käfer. Ich bin ein Marienkäfer, Bruder, ich bin ein Marienkäfer. Ich bin nur ein... Oh, er sieht mich nicht? Oh. Wir wollten eigentlich mal richtig salig da ins Gesicht schießen, aber ich muss da ein bisschen mehr anspannen. Es war im ersten Teil ein bisschen anders mit dem Bogen, aber wir haben das doch mehr oder weniger gut gelöst, oder? Was sagt ihr, Leute? Sie denn noch mehr vielleicht? Oder war es das schon? Oh, das war es noch nicht. Oder war es das schon? Ich weiß es nicht mehr. Hallo, macht Pisten, Pieps hier. Seid ihr noch hier? Hallo, hallo, hallo. Ich hab's was. Es müsste gewesen sein. Weil die sind so ruhig, ne? Diese Seraphiten. Aber das war's dann wohl. Okay, das war's wohl. Dann würde ich sagen, Leute, laufen wir jetzt schnell weiter. Ab zum Krankenhaus. Und es sind echt abgefuckte Menschen, Mann. Die erhängen einfach Menschen und schnallen ihre Bäuschleine auf. Damit die Därme raushängen. Und, Mann, oh. Ihm geht's nicht gut, Mann. Verschlossen. Hier durch bestimmt in die Garden Suites. In so einem Hotel ist, glaube ich, ne? So einem Schlafplatz. Da würde ich sagen, rein hier schnell. Und dann nichts wie weiter hier. Geschafft. Okay. Scheiße. Das müssen die Scars sein. Und die Scars, Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Guck
Guck mal, noch wieder die Aussage, ne? Ellie will einfach jeden selbst töten. Egal, das ist ihr egal, ob sie stirbt oder nicht, sondern sie will sie unbedingt töten. Durch ihre eigenen Hände. Und da muss ich sagen, da geht Ellie den falschen Weg. Klar, die haben Joel getötet und uns. Aber diese Rachelust, das macht's... Oh, das verwandelt einen Menschen zu einem Monster. Und das sehen wir auch gerade an Ellie, ne? Weil wir müssen mal bedenken, Ellie war im ersten Teil so offen... Bisschen frischer generell, einfach auch lieb und diesen Teil ist jetzt einfach so kalt, ja, und einfach so böse drauf, aber ist auch klar, ne, ist auch irgendwie klar, dass sowas entstehen wird. Ich will mich auch gar nicht beschweren, aber ich find's traurig, wie es sich entwickelt hat, aber ich denke, wir werden alle so reagieren, wenn unsere geliebten Menschen sterben würden, aber sogar Leute, Doppelgänger, was hat die für Fähigkeiten? Ein seltsames Wesen unbekannter Herkunft, dieser Humanoid mit Alabasterhaut und gelben Augen nimmt jede Form an, die man sich von ihm oder ihr wünscht. Der Haken daran ist lediglich, dass es mit der Person, die es imitieren soll, in körperlichen Kontakt stehen muss. Die Ähnlichkeiten ist nahezu perfekt, nur wenn man ganz genau hinschaut, sieht man nach der Verwandlung noch ein kleines bisschen Gelb in den Augen blitzen. Sei so auf der Hut, wenn einer deiner Freunde zu unpassender Zeit eine Sonnenbrille trägt, neutral, okay? Okay, okay, ist eine coole Fähigkeit, aber die will ich jetzt ungern annehmen, muss ich sagen. Andere imitieren. Da sind aber andere Fähigkeiten ein bisschen besser. Ist auch egal, Leute. Laufen wir jetzt hier durch und mal sehen, was wir in dieser Wohnung so entdecken können. In diesem Penthouse. Noch ein bisschen Energieriegel, sehr schön. Vielleicht noch ein bisschen was zum Looten, ein Safe oder irgendwas Wichtiges. Vielleicht, oder? Ja, oder? Ja, ein bisschen Alkohol. Kann man auch gerne einstecken hier. Wir bräuchten noch ein bisschen Tücher. Für ein paar Medikits, aber das Spiel will uns nichts gönnen an Tüchern. Das ist ein bisschen frech vom Spiel. Freches Spiel hier. Tu vielleicht ein Lappen-Pitze-Spiel. Ich brauche Medikits, Mann. Ah, ja. Ah, hier ist ein Tuch. Das müsste es sein. Perfekt, Leute. Sehr geil. Dann noch zur Feuerleiter und, oder zur Feuertreppe einfach. Und dann, ja, nichts wie raus hier. Hier können wir auch noch rein, oder? Es ist dieselbe Wohnung, genau. Wie wir es doch kennen. Kurz auch nach oben mal schauen, ob auch noch irgendwas rumliegt. Und dann können wir schon weiterziehen, Leute. Ah, hier ist doch ein Raum. Was ist denn hier? Die Musik wird gerade ein bisschen mysteriös. Nee, sagst du. Hierdurch können wir nicht, das ist schon alles zu. Hier ist kein Weg für uns. Dann hier rein bestimmt. Ja, hier rein einfach. Bam. So, bam, bam, bam. Lappen, Alkohol. Alles schön und gut. Aber vielleicht hier was Geiles. Vielleicht ein neues Buch. Um einen Skilltree freizuschalten. Das wäre auch nicht so schlecht. Hier können wir nicht rein, leider. Hier sind sehr viele Pillen. Okay, das geht doch klar. Und hier ist sogar noch ein Brief. Wir lesen rein, Leute. Was steht denn hier so? Falls jemand diese Zettel findet, meine Frau Paige wartet im alten Konferenzzentrum Ecke, Pike und Convention auf mich direkt gegenüber vom Pub. Oh, das haben wir doch gefunden in der letzten Folge, oder? Diesen Brief, da meinte sie ja, ich habe Angst und sorry, dass ich krank geworden bin und das ist, oh, das ist scheiße. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente, sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, ich bin hier sicher. Schlimmer kann es eher kaum kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass Sie beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Jungen nehmen, den wir ausgesucht haben, Simon Wickers. Und da sind wir jetzt auch endgültig. Der Typ, der gegangen ist, kam nicht mehr zurück zur Frau Paige. Und die Frage ist, wo ist denn Paige hin? Weil so, man hat ihre Leiche, glaube ich, gar nicht gesehen. Da bei diesem Pub generell. Ja, das ist alles sehr sad. Ich finde auch, diese Briefe sind sehr, sehr geil gemacht. Wie auch in The Last of Us 1. Da sind auch einige Stories erzählt worden. Sehr schön geschrieben. Freut mich sehr. Da würde ich sagen, Leute, Feldrock Krankenhaus, Notfallzentrum, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Und dann nichts wie rein hier, Leute. Let's go. Müsstest du durchpassen. Genau, Ellie. Du bist ja dünn genug hier. Oh, neue Seraphiten, oder? Verdammt. Seraphiten. Ich verrate es dir. Du...
Das wird blutig. Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Gott verdammt! Ihr kranken Schweine, und das ist jetzt auch diese Spiele-Demo gewesen, die uns gezeigt worden ist, in dieser Gegend. Sie frieren uns in Scheißdreck. Hast du gehört, was Lilly getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überrascht. Oh, geil! Das ist so geil. Ihr müsst euch mal vorstellen, ne? Einfach so einen richtig saftigen Pfeil zwischen die Birne reinflattern. Boah, geil. Ich liebe das. Geiles Gefühl. So, ist der Bogen sogar noch ganz? Der ist sogar noch ganz. Oh, wie krank ist das denn gemacht? Ich liebe The Last of Us 2. Das will ich jetzt nicht zeigen eigentlich, weil das ist jetzt auch ein bisschen brutal. Möge sie dich doch führen, steht dort übersetzt. Boah, Junge, hat sie uns gesehen? Ich glaube, das kam von da. Nein! Oh, scheißen Dreck. Sie hat uns gesehen, oder? Bam, Junge. Jetzt ist es erstmal Krieg. Eigentlich ist man hier, glaube ich, doch noch ein bisschen ruhiger, aber ich bin eigentlich ein Rambo. Ich muss hier eigentlich mal ein bisschen anders vorangehen. Aber munitionstechnisch sind wir jetzt auch nicht so gut. Verschwunden. Alles genau absuchen. Geil. Sehr geil. Oh, Scheiße. Nein, das war ein Headshot. Nein, ich treffe einen Scheißdreck. Wow, Junge. Oh, ja, seine Birne ist weg. Seine verdammte Birne ist weg. Wir haben keine Munition mehr. Scheiße. Da müssen wir jetzt mit Bomben arbeiten, würde ich sagen. Wo ist der andere? Oh, 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 shit, shit, shit. Komm runter, Süße, komm runter. Die will nicht runterkommen. Machen wir es mal so. Oh. Bastards. Was ist das hier? Bam, Junge. Die Bombe war geil. Die Bombe war sehr gut. Sehr gut geworfen, muss ich sagen. Da muss ich mich mal selbst loben. So, Muni. Oh, wir haben jetzt einfach nur einen Bogen, ne? Wir haben noch einen Bogen. Oh, noch zwei Pistolenmunition. Das ist nicht so schlecht. Aber ich will mal gerne mit Bomben arbeiten. Oder mit anderen Dingen hier vielleicht. Oh, oh, oh. Die sind über uns im Parkhaus. Oder sind sie über uns? Ich weiß es gerade nicht. Hallihallo, zeigt euch doch mal, ihr Süßen. Ich will doch nur spielen. Mehr will ich doch gar nicht. Und da pfeifen die. Ich muss sagen, ich kann gar nicht pfeifen. Ne? Ich bin ja viel zu inkompetent dafür. Hallo. Ah, da ist einer oder eine. Ich will jetzt nicht sein oder ihr Geschlecht mal assumen. Sonst werden einige Emilys noch ein bisschen sauer. Der ist runtergesprungen. Ich finde dann, wir sollten dann eigentlich auch einfach weglaufen, weil alle jetzt abzumurksen ist zwar ein geiles Gefühl so, aber ist jetzt eigentlich auch kein Muss in dem Spiel, ne? Wir können eigentlich auch einfach fliehen. Aber die Frage ist, ist hier oben noch einer? Ich lauf mal ganz kurz. Hier mal ein bisschen Dr. Pfeif. Oh, da oben ist einer. Da, oh, 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 der kommt sogar runter. Der kommt sogar runter, der Bastard. Sehr schön. Das ist ein geiler Schuss. Oh, scheiße. Ah, da ist noch einer. Bam, Junge. Die sind alle One-Shot, wenn sie uns nicht sehen. Sehr gut. Oder voll angespannt. Ist auch One-Shot bestimmt. Alles. Kleine Pfeifen, die immer noch. Hört mal auf zu pfeifen, seine Vögel, oder wie? Wo kommt ihr nur her? Ihr Seraphitenvögel. Wir heißen also versprengt. Hör doch auf zu pfeifen! Benutzt Worte oder so. Oh, da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Scheißendreck. Wir machen das mal ganz stylisch. Wir machen das mal hier so. Komm mal her.
Komm her! Oh, er wird so sterben. Er wird so sterben. Oh, Junge, das wird... Oh, das... oh, wie geil. Nein! Oh, er hat mich instant gesehen! Oh, Junge, ich bin so ein Sniper-Killer, ne? Ich bin so ein Aim-God-Kappa. Wo ist der? Oh, ich will wegrennen. Hier, Ellie, rüberspringen! Bam, Junge! Weg, 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 weg! Oh, rein hier, rein hier, rein hier! Können wir jetzt durchschlagen? Ach, es geht sogar! Nein! Ihr Gottlosen! Hein, 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 hein! Ellie, hein, hein! Halt dich, Ellie, halt dich! Verdammt! Komm hier durch, komm hier durch, komm hier durch! Och nein, 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 das ist so... Oh, shit! Das kam unerwartet! Dreckiger Scheißkerl! Hier drin! Renn nieder, du Bastard! Komm durch, komm durch, komm durch! Ist er jetzt tot? Er ist schon tot, oder wie? Kommen jetzt noch weitere Seraphiten rein? Hä? Da kommen noch weitere und er ist einfach schon gestorben mit einem Molotow. Wo steckst du? Hat er irgendeine. Oh, er hat einen. Oh, er hat einen Hammer. Scheiße. Den Hammer würde ich gerne mal einstecken. Bombe hier platzieren. Oh, Bauchlage, ey, die Bauchlage. Ganz viel Bauchlage. Der läuft bestimmt durch. Oh. Verzieh dich! Bam, Junge! Deine Freunde sind tot. Ausweichen, Ellie! Du bist tot. Du bist tot, Süße. Stich sie ab hier. Let's go! Willst du noch was sagen, Süße? Los, Wolf. Nach mir gibt es noch Tausende. Du fährst. Sei leise. Das war zwar eine Verschwendung, muss ich sagen, aber das hat sich gut angefühlt. Oh Mann, oh Junge, er ist einfach ein Steak geworden, Leute. Dann her mit dem fetten Hammer. Ich glaube, die sind sogar One-Hit, ne? Wenn man die schlägt, einfach Thors Hammer gefühlt genommen, Kappa. War geil, hat Spaß gemacht. Hat mir sehr Spaß gemacht, die alle abzumuxen. Weil die sind echt kranke Menschen. Dann würde ich sagen, Leute, laufen wir noch ein bisschen weiter rein und durchsuchen, wie man noch kurz die Gegend hier und dann ab zum Krankenhaus endlich, Mann. Es wird mal Zeit hier, dass wir jetzt ankommen hier. Bei Nora. So, alles kurz mal herstellen noch bestimmt. Bevor wir weiterziehen hier. Bam, bam, bam. Noch ein bisschen Pfeile, würde ich sagen. Schade der auch nicht, muss ich sagen. Hier, let's go. Mehr Schaden? Ja, ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt notwendig. Machen wir was später, Leute, das mit dem Reparieren von der Waffe. So, dann würde ich sagen, durch hier. Und ich glaube, dann sollten wir auch schon bald ankommen eigentlich im Krankenhaus. Müsste doch schon bald sein, die Moments. Okay, Krankenhaus. So, erstmal die Seraphiten getötet. Also, Ellie ist auf jeden Fall eine Figur, mit der man nicht spaßen sollte. Also... Arm drücken, sie würde jeden rasieren, bestimmt. Auch gegen mich, Alter. So, wo lang können wir hier rauf? Wir können hier rauf, aber wo ist der richtige Weg? Und hier ist sogar noch ein Skill Tree. Chemistry, Concept and Practice, irgendwas mit Chemie. Sprengstoff können wir sogar verbessern. Jetzt mal sehen, was wir machen können. Sprengfalle anfertigen, genau das meinte ich. Her damit, geil. Verbesserte Sprengfallen, ja. Das ist affengeil, Bruder. Können wir noch was ausgeben vielleicht? Ne, okay, wir sind jetzt leider noch ein bisschen ärmer dran. Dann würde ich sagen, Leute, bessere Sprengfallen. Sprengfallen können wir noch herstellen. Dann machen wir es mal einfach, Leute. Für den Flex einfach. Bam, sehr geil. Hat sich gelohnt. Hat sich sehr gelohnt. Dann weiter nach oben, würde ich sagen. Und nichts mehr raus hier aus dem Gebiet. So, ist denn noch mehr, oder wie? Es sieht so aus, als wären hier noch mehr Seraphiten, die auf uns warten, oder? Sei lieber noch da, Nora. Na, sei lieber noch da, Nora. Du krankes Miststück.
Aber wir müssen da sein. Ja, wir sind da, Leute. So gut wie. So, runterspringen, Ali. Bam. Und dann schwimmen wir mal durch erstmal hier. Und halten unseren Kopf erstmal nach unten und bedecken uns erstmal. Und das Krasse ist, Ellie kann einfach schwimmen, ne? Also, wir haben auch in Teil 1 gesehen, Ellie konnte nicht schwimmen. Sie hatte auch ein bisschen Angst vor tiefem Wasser. Und jetzt einfach hier, als wäre sie eine Schwimmprofi, eine Schwimmmeisterin hier, ne? So ein bisschen tauchen hier. Das ist wild. Absolut wild, ey. Okay, genug gestark, genug geschwärmt. Schwimmen wir jetzt einfach ein bisschen weiter hier. Und finden wir endlich mal die Nora hier in diesem Krankenhaus. Überall nur Zerstörung und ja, Blätter, Bewaldung, also die Menschheit ist einfach zerstört. Endgültig, ne? Also wenn sie alles wieder aufbauen können, das wäre schon krass, aber ich denke, die Menschen werden schon mehr oder mehr aussterben. Das ist das Ding hier und da sind wir auch schon im Krankenhaus von Seattle, Mann. Die suchen uns sogar noch. Okay, wir sind glaube ich schon drin, Leute. Das müsste die Stelle sein, die ich gerade... Oder ist es die Stelle, die ich gerade im Kopf habe? Ich glaube schon, ne? Mal sehen einfach. Dann durch schon hier, let's go. Und dann endlich mal rein hier, ey. Nach diesem Seraphiten-Scheiß. Oh, ja, das war das. Das war das, Mann. Das ist absolut verstört. Die spielt sogar was auf der PSP, glaube ich, mit Kopfhörer. Da würde ich sagen, Leute... Machen wir es. Sag Rinaris, du Bitch! Kein Mucks von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenn ich. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Die Räume, die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Einfach durch die Kehle durch. Da würde ich sagen, Leute, wenn wir in der nächsten Folge dann durchziehen und die Nora finden und sie spielt gerade auch ein lustiges Spiel, sehe ich gerade, würde ich sagen, liken, wenn es dir gefallen hat, gerne meinen Discord joinen, Insta folgen, Twitch folgen, TikTok und ihr wisst Bescheid. Würde ich sagen, Leute, wir hören uns, bleibt gesund und ciao, ciao.